Also, vielleicht habe ich das ja falsch verstanden. Darum nochmal. Habt ihr wirklich absichtlich und ohne Genehmigung Firmeneigentum im Wert von mehreren tausend Euro zerstört? Weil ihr ein Gefühl hattet, dass Granderwasser Schwachsinn ist? Gefühl klingt jetzt ein bisschen esoterisch. Eine begründete Vermutung. Genau. Die Menschen vor unwissenschaftlichem Unfug zu schützen, ist Aufgabe der Quarks Science Corps. Das sind ihre Fälle. Meine Güte, ich fühle mich wie so ein Mörder, der eine Leiche entsorgt. Dafür bist du aber ein bisschen spät dran, oder? Alles in Ordnung, Ralf? Scheiße, Mann. Was ist los, Ralf? Oh, dieses Granderwassergerät, das treibt mich in den Wahnsinn. Es ist ständig kaputt und ich versuche seit Jahren, das loszukriegen. Aber egal, wie viele Formulare ich an die Wartungsabteilung schreibe, entweder habe ich was falsch geschrieben oder der Typ, der es bearbeitet, ist nicht da und ich habe wieder so eine scheiß Frist verpasst. Granderwasser? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Es soll irgendwie angeblich das Wasser besser machen. Aber ich sage euch was, für das Geld, was das Teil kostet, sollte es das Wasser nicht verbessern, sondern in Wein verwandeln. Die Granderwasserbelebung basiert auf dem Prinzip der Informationsübertragung und bringt Wasser auf natürliche Weise in eine sehr hohe, stabile und biologisch wertvolle Qualität. Wasserbelebung? Vielleicht könntet ihr mir helfen. Das wäre total... Das ist totaler Schwachsinn, oder? Das ist ein Fall für uns. Ja. Ich bräuchte ein bisschen Hilfe, um das Ding rauszukriegen. Nehmt die Knochen mit! Ist das nicht einfach ein Wasserfilter mit einem ausgefallenen Namen? Das dachten wir anfangs auch. Aber Wasserbelebung ist ein Begriff, hinter dem sich deutlich mehr verbirgt. Ich habe da eigentlich auch noch was vorbereitet. Könnt ihr mir nicht einfach erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid? Und ich habe mir deine Anmerkung vom letzten Mal zu Herzen genommen. Keine Videokassette. Gut, dass der Ranga uns den Monitor hier gelassen hat. Oh ja. Was ist eigentlich Granderwasser? Das Unternehmen Grander wurde gegründet von Johann Grander, einem ehemaligen LKW-Fahrer aus Tirol in Österreich. Der ist aber ein relativ spezieller Typ, deswegen bewahren wir uns den mal so ein bisschen für später auf. Das Unternehmen Grander vertreibt Produkte zur Wasserbelebung. Ja, von so einem kleinen Energiestab, den du in deine Flasche reinstecken kannst und der dann das Wasser darin irgendwie belebt, bis hin zu großen Wasserbelebungsgeräten, die du direkt an der Hauptwasserleitung deines Hauses installieren kannst. Und die Produkte kosten dann so zwischen einigen hundert und einigen tausend Euro. Das hier liegt eher im Tausenderbereich. Das ist mir schon klar. Grander behauptet, dass das mit seinen Produkten behandelte Wasser länger haltbar ist. Ja, dass es besser sich auf der Haut anfühlt und in den Haaren anfühlt und dass es auch besser schmeckt. Der Unterschied, seitdem wir Granderwasser haben, trinken wir nur noch Wasser. Wir trinken es alle und wir nehmen es auch alle mit in die Schule und haben immer Wasser dabei. Für mich ist das Wasser einfach besser wie jeder Saft. Ja, außerdem würde es das Wachstum von Pflanzen verbessern und man bräuchte auch weniger Reinigungsmittel, wenn man es nutzt. Und außerdem würden Tiere es angeblich unterbewusst zum Trinken bevorzugen. Also wir haben, seit wir Grander haben, ganz deutlich festgestellt, dass die Koliken zurückgegangen sind, dass auch die Leistung natürlich besser geworden ist, dass die Pferde weniger anfällig waren, sie haben glänzendes Fell. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir einen Spitzensportler top versorgen. Na ja, und warum ist das Wasser jetzt so viel besser als normales Wasser? Grander behauptet, dass seine Geräte die natürliche Struktur des Wassers wiederherstellen würden und es damit zurück ins Leben bringen. Weil normales Wasser natürlich tot ist und alles, was wir brauchen, ist schönes, leckeres Zombie-Wasser. Also, wie genau die Firma Grander das Wasser zurück ins Leben holt, das verraten sie nicht. Aber sie machen das schon seit Ende der 70er Jahre, als Johann Grander nach oben geguckt und seine Antwort gekriegt hat.
Und dann frage ich immer nach oben und ich kriege die Antwort. Und dann machen wir das. Und bis jetzt ist immer richtig gewesen. Ja, man muss dazu sagen, er war jetzt kein besonders wissenschaftlicher Typ. Er machte selbst aus den einfachsten Dingen ein großes Mysterium. Zum Beispiel, warum Bäume wachsen. Kommt schon, Leute, das weiß doch jeder. Ja, ich habe mir gedacht, dass du genau das sagen würdest. Zum Beispiel am Frühjahr, wo alles wieder aufhängt, jetzt Grasel wächst. Die Bäume, die Blumen, alles wächst, volle, alles wird grün. Und nirgends ist eine Steckdose oder eine Kabel drum. Mal über das nachdenken. Wo kommt das her? Vielleicht gibt es keine Steckdose, sondern viele kleine Windkraftanlagen für jede einzelne Pflanze. Okay, es reicht. Jonathan, raus. Wenn ihr euch wie kleine Schuljungs benehmen wollt, bitte gerne. Aber dann behandle ich euch auch wie kleine Schuljungs. Also raus. Wirklich jetzt? Setzen. So, du hast behauptet, dass Granda sagt, dass er die Struktur des Wassers wiederherstellen kann. Ist das wirklich möglich? Hat Wasser eine Struktur oder habe ich hier irgendwas verpasst? Also, das hier, das ist die einzige halbwegs wissenschaftliche Erklärung, die sie über ihren Prozess geben. Laut Granda hat Wasser eine natürliche Struktur, die durch die heutige Wasserbehandlung zerstört wird, also durch Wasserwerke, Wasserleitungen aus Beton, Kunststoff und so weiter. Und durch diese Granda-Wasserbelebungsgeräte wird diese Struktur angeblich wiederhergestellt. Warte, das heißt, die sagen, dass sie die Struktur des Wassers erhalten, dass sie das stabilisieren? Ja, genau. Also, meines Wissens nach ist das gar nicht möglich. Warte mal. Also, so ein Wassermolekül, ne? Das besteht ja aus einem Sauerstoffatom und aus zwei Wasserstoffatomen. So ungefähr. Ja. Und dann hast du... Aber die Ladungsverteilung in diesem Molekül ist ja nicht gleich. Die beiden Wasserstoffatome haben eine positive Teilladung und das Sauerstoffatom negative Teilladung. Das heißt, das Wassermolekül hat unterschiedliche Ladungspole. Ja, und positive und negative Ladungen, die ziehen sich ja grundsätzlich gegenseitig erstmal an. Ja, aber pass auf. Das heißt, wenn ich zwei Wassermoleküle nebeneinander habe, dann ziehen sich die positive und die negative Teilladung an. Es entsteht also eine schwache Bindung zwischen den Molekülen. So, und jetzt haben Untersuchungen tatsächlich gezeigt, dass sich Wassermoleküle durch diese sogenannte Wasserstoffbrückenbindung in Ketten oder sogar Ringen anordnen können. Ja, aber das Schlüsselwort hier ist doch schwach. Diese sogenannten Wasserstoffbrückenbindungen, ja, die bleiben ja nur für Pikosekunden bestehen, also für 10 hoch minus 12 Sekunden, ja? Oder 0,000000001 Sekunden, ja? Also wenn es den Wasserbelebern wirklich gelungen wäre, das zu stabilisieren, da hätten so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgehorcht, das wäre so ein krasser wissenschaftlicher Durchbruch gewesen. Ist es aber nicht. Nee, sag mal, was macht der Granda da eigentlich genau? Wie soll dieser Belebungsprozess funktionieren? Danke für die Hilfe. Und dann hat Ralf uns das Gerät gebracht und dann haben wir das Gerät genommen und haben... gegen eine ganze Reihe von Dienstvorschriften verstoßen. Mhm. Auf jeden Fall haben wir festgestellt... Sag mal, sehe ich das richtig? Ja, das Leitungswasser fließt einfach nur an diesem Granda-Wirkmedium hier in der Mitte vorbei. Das ergibt ja keinen Sinn, wenn das da einfach nur dran vorbeifließt. Und dieses Wirkmedium ist laut Granda auch nur belebtes Wasser,
das seine Informationen übertragen kann. Das bedeutet, die arbeiten ernsthaft mit der Idee, dass alleine die Nähe zu diesem Wirkmedium die Informationen übertragen kann. Mhm. Und wenn die Nähe genug ist, dann ist das Wasser in dieser Flasche jetzt auch Granda-Wasser. Ja, ja. Und laut Granda kann ja jedes belebte Wasser seine Informationen auf jedes andere Wasser übertragen. Und das bedeutet, dass jetzt das ganze Wasser in meinem Körper, um ganz sicher zu gehen, auch Granda-Wasser ist. Mhm. Und komm mal mit. So, und jetzt wird der ganze Rhein Granda-Wasser. Und dann wird die ganze Nordsee Granda-Wasser. Und der Atlantik. Und der Pazifik. Und der Indische Ozean. Das Mittelmeer. Das Rote Meer. Der Südpolarmeer. Das Nordpolarmeer. Alles. Alles? Alles ist Granda-Wasser. Aber das ist doch völliger Blödsinn. Ja. Haben die denn irgendwas, was ihre Behauptung von wegen, das Wasser würde irgendwie besser, belegt? Studien oder... Also Studien gibt's schon, ja. Es gibt eine Studie der ETH Zürich aus dem Jahr 1998 über die Auswirkungen von belebtem Wasser auf das Wachstum von Pflanzen. Die haben untersucht, ob sich das Wachstum von Weinreben verbessert, wenn man sie mit Granda-Wasser gießt. Es gab aber keinen messbaren Unterschied im Wachstum. So, und dann gibt es noch diese andere Studie von der Hochschule für Technik in Rapperswil in der Schweiz von 2005. In dieser Studie hat man untersucht, ob Menschen Granda-Wasser lieber trinken als normales Wasser in einem Blindtest mit 15 Personen. Es konnte allerdings auch da kein Unterschied festgestellt werden. Aber das Beste ist die Hefestudie. Oh ja, diese Hefestudie, die ist wirklich super. Die Firma Granda behauptet, ja, dass das Ergebnis beim Backen besser wird, wenn man Granda-Wasser nutzt. Und die glauben sogar so fest daran, dass sie diese Studie selbst in Auftrag gegeben hat. So hat man in einem Blindtest das Hefewachstum mit Granda-Wasser und mit normalem Wasser untersucht. Und das Ergebnis, was man auf der Webseite von Granda findet, besagt, das Hefewachstum zeigt unabhängig vom Medium vergleichbare Wachstumskurven. Also kein Unterschied. Ja, und damit auch keine Verbesserung. Das war denen bei Granda offensichtlich auch so ein bisschen peinlich. Und deswegen schreiben sie sehr geschickt, dass diese Studie ja immerhin beweisen würde, dass Granda-Wasser auch keine negativen Auswirkungen auf das Wachstum von Hefebakterien hätte. Obwohl Hefe ein Pilz und kein Bakterium ist. Ja, ja, okay, gut. Das war gute Arbeit. Aber trotzdem verkauft die Firma Granda ihr Zeug nach wie vor sehr erfolgreich in alle Welt. Wie kann das sein, wenn nichts von dem, was sie behaupten, bewiesen werden kann? Keine Ahnung. Kann es vielleicht sein, dass man doch ein bisschen Hilfe braucht bei diesem Granda-Fall? Kann sein, ja. Danke, Max. Ich muss jetzt kurz sauber machen und dann können wir uns vielleicht gleich nochmal treffen. Also stimmt es wirklich, dass Granda-Wasser erfolgreich ist? In eurem Podcast habt ihr gesagt, dass sogar Gemeinden und Unternehmen die Produkte verwenden für öffentliche Schwimmbäder oder Trinkbrunnen. Warum? Keine Ahnung. Menschen sind manchmal einfach dumm. Nein, nein, nicht dumm. Die Menschen sind einfach nur leicht zu kriegen. Sag mal, hast du uns die ganze Zeit belauscht? Nee, ich war gerade sowieso auf dem Weg zur Toilette und bin dann hier vorbeigekommen. Dann habe ich das... Ah ja, komm, hier, egal. Setz dich hin. Was meinst du mit leicht zu kriegen? Naja, mit solchen Versprechungen von Wunderheilern und Wasserverkäufern, dass irgendwas besonders natürlich wäre. Das zieht immer. Was bei genauerer Betrachtung ziemlich dumm ist. Denn nur weil etwas natürlich ist, ist es ja nicht automatisch gut. Viren, Bakterien, Arsen, Blei, Uran, alles natürlich. Mich würde mal interessieren, ob die Leute das auch schlucken würden. Das, was uns am meisten nervt bei so Sachen wie Granda-Wasser oder anderen Wundermitteln, den Leuten ist oft völlig egal, ob es wissenschaftliche Belege dafür gibt oder nicht. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumen lässt. Das ist von Shakespeare. Mhm. Die Wissenschaft sei halt noch nicht so weit.
Mit diesem Argument kannst du den Leuten quasi jeden Scheiß andrehen und sie glauben es auch noch. Okay, und ihr wollt eigentlich die Leute nur davor schützen? Ja, genau so haben wir es im Podcast gesagt, ja. Ja, das ist ja auch eine wichtige Information für Millionen von Menschen. Und bestimmt auch ein paar tausend Euro wert. Aber Jungs, wenn ihr euch so verhaltet, dann hören euch die Leute einfach nicht zu. Und das sagen sogar meine Vorgesetzten. Denkt mal darüber nach. Naja, jedenfalls habt ihr Granda zu Recht festgenommen, richtig? Und wie? Festgenommen. Ralf! Hey! Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Und wenn ihr mehr von dem sehen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt dieses Video hier ansehen. Die Science Cops sind jedenfalls nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Ob das auch klappt, wenn sie im eigenen Haus ermitteln? Beim Fall E-Auto eskaliert die Lage nämlich ziemlich, weil... Naja, schaut doch einfach hier. Vorzüglich wäre es, wenn ihr diesen Kanal abonniert, das Video liked und einen Kommentar dalasst, ob euch die Ermittlungen der Science Cops überzeugt haben. Also, bis zum nächsten Mal bei den Science Cops.